anders, die nicht in Handyverbindung gestanden haben. Aber was wäre gewesen, wie in dem Film, in der Filmtrilogie Before Midnight, After Midnight und so weiter, in der ersten Folge, in der zweiten Folge, wenn sie in der ersten Folge verabreden, sich ein halbes Jahr später in Wien an dem gleichen Punkt wieder zu treffen und Delpy konnte nicht kommen wegen des Todes der Großmutter und eine Adresse hatte sie nicht und er schreibt dann als Enttäuschung einen Weltbestseller-Roman über dieses verpasste Liebesversprechen und dann treffen sie sich in der zweiten Folge erneut in Paris bei seiner Vernissage-Lesung. Was also wäre geschehen, wenn die nach der Hälfte von 2.500 Kilometern auf 1.250 Kilometer in der Mitte der chinesischen Mauer, die Mitte kann es nicht sein, weil die chinesische Mauer ist mehr als 8.000 Kilometer lang angeblich, aber in der Mitte dieses Teilstücks der chinesischen Mauer ankommt und er antwortet nicht, Luna 4 antwortet nicht und er kommt nicht und er gibt auch keine Botschaft. Das wäre dann noch etwas dramatischer, dieser Ausgang, als Before Midnight.